Wir sind wieder zu Hause und ich wollte euch gerne einmal zeigen, was wir alles Schönes gekauft haben. Ja, der Titel sagt ja 10 Produkte, die man bei IKEA kaufen kann für Kaninchen. Das sind jetzt hier 11 und ich zeige euch gleich eine Sache, die jetzt nicht direkt was mit den Kaninchen oder mit dem Kaninchenstall zu tun hat. Und ja, ich würde euch gerne einmal die einzelnen Produkte vorstellen und euch auch sagen, wozu ihr sie verwenden könnt. Viel Spaß dabei! Ja, das erste Produkt für Kaninchen sind diese Mülleimer und ich habe schon so einen Mülleimer für meinen privaten Gebrauch und mich hat das immer sehr gestört im Kaninchenstall, wenn man mal irgendwie was auspackt und man weiß nie, wo man mit diesem ganzen Plastikmüll hin soll. Deswegen habe ich mir einmal für den Kaninchenstall einen mitgebracht und die sind wirklich sehr toll und auch super zum Saubermachen. Ja, ich habe mir gleich 2 mitgebracht, einen für drin, wenn ich da schon mal irgendwie was auspacke, gerade dieser ganze Plastikmüll, wenn man das Gemüse auspackt. Dafür habe ich einmal diesen hier und den verwende ich für meinen Kaninchenstall. Passt super dahin und jetzt weiß ich endlich, wo ich den ganzen Müll rein tue. Dann als zweites Produkt habe ich hier diese, Wolldecken. Eigentlich wollte ich mir gerne Fließdecken kaufen, aber ich habe leider keine gefunden. Deswegen habe ich mir diese Wolldecken wieder besorgt. Die hatte ich nämlich schon einmal für meine ersten Kaninchen, Jumbo und Yoshi. Und ja, die habe ich dann halt irgendwann entsorgt, weil ja, nach einer Zeit sind sie dann auch nicht mehr so zu gebrauchen. Und da die beiden ja nicht mehr leben, dachte ich mir, dass ich das einmal austausche. Und ja, wie gesagt, ich wollte mir gerne Fließdecken kaufen, aber jetzt habe ich alternativ mir wieder diese besorgt. Und die sind auch sehr groß mit 1,30 x 1,70. Und bei den Dingern solltet ihr aber aufpassen, dass die Kaninchen die nicht anknabbern. Sollte das der Fall sein, dann rate ich euch, die sofort wieder zu entsorgen bzw. aus dem Kaninchenstall rauszunehmen. Aber eigentlich sind meine Kaninchen jetzt nicht so, dass sie irgendwie viel an Stoffen oder allgemein irgendwo dran rumnagen. Und ja, die fand ich auch richtig cool, die Decken. Und die sind auch sehr schön flauschig. Und ja, die werde ich jetzt in meinen Kaninchenstall auslegen, damit sie halt, gerade jetzt im Winter das schön kuschelig warm haben. Und dafür sind die, denke ich, sehr gut geeignet. Als drittes Produkt habe ich hier diese Dosen und die sind richtig cool. Die beinhalten ein 17-teiliges Set, glaube ich. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 17-teilig, genau. 17 Dosen sind da drin, das denkt man gar nicht, aber hier sind noch ganz viele kleine Dosen drin. Und ja, die finde ich einfach super, weil man ja immer mal Leckerlis hat, die man verstauen muss. Und diese Behältnisse sind wirklich super dafür. Hier sind dann auch nochmal größere Dosen drin. Und ja, die fand ich richtig cool. Und da ja ziemlich viele da drin sind, die auch, denke ich mal, reichen. Fand ich, ich glaube, 4,99 oder so haben die gekostet, 4 Euro. Ich blende euch jeweils immer ja die Preise ein. Und für den Preis so viele Dosen fand ich echt super. Und ja, die mussten mit. Als viertes Produkt habe ich dieses Behältnis. Und das findet ihr in der Küchenabteilung, denn das ist eigentlich eher für Besteck gedacht. Aber mich hat das immer gestört, so dieser ganze Kleinkram im Kaninchenstall, wie zum Beispiel die Fellbürste, die dann einfach immer nur rumliegt. Und ja, ich dachte, das wäre super. Hier passt die Fellbürste super rein und auch ja so anderer Kleinkram, die immer mal so rumliegen, passen hier super rein. Und ja, die gefällt mir ganz gut. Und ja, die musste auch mit. Dann als fünftes Produkt habe ich hier diese Schälchen und ich finde die farblich richtig geil, also die gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, Schälchen, ja, entweder für das Futter, ich nehme sie jetzt hier für meine Kräutermischung, also wenn die dann mal eine Portion Kräuter erhalten, dann werde ich das in diese Schälchen füllen. Und ja, ich fand die richtig toll
Und die sind natürlich auch für Hamster gut geeignet. Also so als Sandbadschale finde ich die auch richtig super. Mal sehen, ob ich eine für meine Kaninchen nehme, für die Kräutermischung und die andere Schale ja, als Sandbad für meine Hamster. Finde ich ganz cool. Mr. Dixon hat ja die Farbe blau. Würde super passen. Und ja, die sind auch sehr praktisch. Könnt ihr natürlich auch als Wasserschale benutzen. Das ist ja, jedem selbst überlassen. Und ja, die sind richtig schön und die mussten auch mit. Als sechstes haben wir hier einen Tütenspender. Und den kann man sehr gut umfunktionieren zu einer Heuraufe, was ich richtig cool finde. Und ich demonstriere euch das mal. Ich zeige euch das nachher, wie das dann ja, fertig aussieht. Also es wird hier einfach nur umgebogen, befestigt und dann wird das hier unten einmal zugeklappt. Und ja, ihr könnt das dann auch super aufhängen. Da seht ihr dann auch hier die Halterung. Könnt ihr im Kaninchenstall aufhängen und dann ja super als Heuraufe benutzen. Finde ich richtig, richtig cool, die Idee. Und ja, das hat glaube ich 1,49 oder so gekostet. Ich weiß es gerade gar nicht. Und ja, das ist echt super und ich bin schon gespannt, wie das bei meinen Kaninchen ankommt. Als siebtes Produkt haben wir hier ganz normale Abwaschbürsten. Und ja, mich nervt das immer, wenn ich irgendwie Näpfe zum Saubermachen habe oder auch die Toilettenschüssel, dass ich dann immer keine Bürste gehabt habe. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir zwei Bürsten mit. Und ja, eine nehme ich halt für die Näpfe und die andere werde ich für die Toilette benutzen. Und die sind wirklich super hier. Hier ist ein Haken, da könnt ihr das schön im Kaninchenstall auch aufhängen. Und ja, es gibt noch welche mit Noppen, aber ich fand die mit dem Haken viel besser. Wie gesagt, das könnt ihr dann irgendwo bei euch im Kaninchenstall aufhängen, so dass es immer griffbereit ist. Und die haben nur 49 Cent gekostet und ich finde, das ist völlig in Ordnung. Und ja. Dann habe ich hier ein Puppenbett und das fand ich richtig, richtig niedlich. Ja, das wird auch in meinen Kaninchenstall kommen und dann können die Kaninchen halt da oben raufspringen und oben drauf hocken. Und das war mit knapp 17 Euro, ja, das teuerste Produkt von allen. Aber das war mir das auf jeden Fall wert. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie wir das einmal aufbauen und wie das auch fertig aufgebaut aussieht. Und ich denke, das wird auf jeden Fall, ja, was hermachen im Kaninchenstall. Dann als weiteres Produkt, was ihr echt super für Kaninchen verwenden könnt, sind diese Signe-Teppiche. Ich sag jetzt einfach mal Signe. Die sind 55 x 85 cm groß. Und ja, die sind wirklich super, auch für einen Kaninchenstall. Und eigentlich kann man da gar nicht genug von haben. Und in dem Fall nehme ich das jetzt hier für das Bett. Das werde ich dann, also den Teppich werde ich dann halt auf dem Bett so auslegen.
damit sie das dann auch schön kuschelig warm haben. Finde ich echt super dafür und für den Preis auch völlig in Ordnung. Als nächstes habe ich dann hier diese Samila-Boxen und die finde ich wirklich richtig klasse. Die gibt es ja auch in verschiedenen Größen und ich hoffe, das blendet jetzt hier nicht allzu sehr. Ja, ich habe mir jetzt diese große ausgesucht, weil ich eine neue Kräuterbox gebraucht habe. Und die ist wirklich klasse. Ja, die ist schön groß, da passen auf jeden Fall viele Kräuter rein. Und ja, die werde ich dann schön im Kaninchenstall verstauen, so dass sie immer schön griffbereit ist. Als letztes haben wir hier diese schönen Bilderrahmen und ja, die haben jetzt nichts direkt mit den Kaninchen zu tun, aber ich dachte mir, wenn man irgendwie mal von seinen Tierchen ein Bild aufhängen möchte, sind sie sehr gut geeignet und ja, ich werde sie aber wahrscheinlich drinnen aufhängen und nicht im Kaninchenstall, könnte man natürlich auch, sieht bestimmt auch super aus, aber ich werde sie für drin verwenden und hier ja, von meinen Tierchen ein paar Fotos aufhängen und die sind wirklich super. Die haben jetzt jeweils nur 99 Cent gekostet und ich habe mir jetzt erstmal 5 Stück mitgebracht. Und ja, die fand ich auch sehr, sehr schön. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und ja, vielleicht habt ihr Lust bekommen, jetzt auch zu IKEA zu fahren und ein paar schöne Sachen für eure Kaninchen zu kaufen. Auf jeden Fall sind das wirklich sehr praktische Dinge für wenig Geld, finde ich. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.